Wow, sowohl die EZB als auch die Fed fahren mit Vollgas Richtung Abgrund. Nicht zwingend, weil sie jetzt große Fehler machen würden, sondern sie haben diese Fehler bereits in der Vergangenheit gemacht. Das ist eine Fehlerkette. Der eine Fehler bedingt dann den nächsten Fehler. Und so kommst du auf ein immer schieferes Gleis und hast eigentlich gar keine Chance, die Dinge mal wieder in die richtige Bahn zu lenken. Und da sind wir jetzt. Und das ist besonders heute bei der EZB völlig offenkundig geworden. Die hat heute eine Notfallsitzung einberufen. Und das so kurz nach der letzten EZB-Sitzung, die ja erst am vergangenen Donnerstag war. Also noch nicht mal nach einer Woche muss man eine Notfallsitzung einberufen. Und was hat man daraufhin beschlossen? Das sehen wir hier. Wie man zunächst mal in Panik geraten ist, wie Hannes Zipfel hier zeigt, ohne eine einzige Zinsanhebung bisher gemacht zu haben. Man hat nur angekündigt, im Juli ein Minischrittchen an Zinsen zu machen. Und ohne das bereits jetzt gemacht zu haben, ist man jetzt schon in Panik und diskutiert, wie kriegen wir hier die Kuh vom Eis, denn die Renditen waren deutlich gestiegen. Es geht um die Renditen und vor allem um die italienischen Renditen. Und da hat vielleicht der Mario Draghi die Christine Lagarde mal angerufen und hat gesagt, ciao Christina, weißt du, ich habe ein Problem, du musst mir helfen, weil es ist ein richtiges Problem, die Zinsen steigen zu stark für italienische Anleihen. Also musst du ein bisschen auf die Bremse treten, Christina, und mir helfen. Und Christina hat gesagt, oui, Mario, c'est pas problème. Mach ich das sofort. Ich berufe eine Sitzung ein, notfallmäßig, und wir machen etwas. Und so ist es dann scheinbar auch gekommen. Isabella Schnabellina, die Deutsche mit italienischem Namen im EZB-Direktorium, hat das schon angekündigt und gesagt, ja, das sei doch unberechtigt. Es ist also unberechtigt, wenn die Märkte versuchen, Risiken zu bepreisen, dann ist das unberechtigt, gar keine Frage. Damit sagt sie faktisch, dass Marktwirtschaft an sich und freie Märkte an sich unberechtigt sind. Man will dem gegenüber eine Planwirtschaft entgegensetzen, weil eben die Renditen wie etwa die italienische 10-jährige Staatsanleihe auf über 4% gestiegen ist, Spanien 3%, Portugal 3%. Frankreich erstaunlicherweise, obwohl das das mit Abstand verschuldetste Land ist, wenn man mal die Gesamtverschuldung Haushalte, Unternehmen und Staat mit einbezieht, nur bei 2,25%, etwa 0,75% über der deutschen 10-jährigen Anleiherendite. Also das war der Grund für die Panik. Und dann, was hat man gemacht? Man hat sich also zusammengesetzt und gesagt, ja, wir haben ja ein kleines Problem mit den Renditen, also wollen wir dieses Problem lösen, indem wir auslaufende Anleihen aus diesem PEP-Notprogramm, das war ja auch schon so ein Corona-Notprogramm, das man dann eben auch wieder laufen lässt, wenn Corona schon längst vorbei ist. Wahrscheinlich wird das noch im Neujahr 2027 dann der Fall sein. Da will man die auslaufenden Anleihen wieder investieren, also die Gelder, die dadurch frei werden, will man wieder investieren. Dann vor allem wahrscheinlich in italienische Anleihen etc. etc. Das ist eine großartige Idee, denn wenn du einen Brand löschen willst, ist es vielleicht nicht so klug, von der Vorderseite hier mit Wasser versuchen zu löschen und auf der Hinterseite dann wieder Benzin in den Brand zu kippen, könnte vielleicht nicht funktionieren. Und das hat einer der intelligentesten im Finanzbereich, Jim Bianco, auch ganz klar heute nochmal auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, ja, die EZB hat ein Tool, um diese steigenden Anleiherenditen zu bekämpfen. Das ist QE, also Quantitative Easing. Aber das Problem ist, sie können das Tool nicht benutzen, wenn sie die Inflation nach unten bekommen wollen. Also suchen sie nach einem magischen Tool, nach einem magischen Zauberstab gewissermaßen, um dieses Problem, um beide Probleme gleichzeitig lösen zu können. Allerdings gibt es eben dieses magische Tool nicht. Sollten Sie sich nicht eher um die Inflation kümmern als um die Spreads, fragt hier Jim Bianco. Und dann eben der sehr intelligente Zusatz: Am Ende wird die EZB keine Wahl haben, als die Inflation zu bekämpfen, so wie es die Fed macht. Und die Märkte wissen das. Und wir sehen, dass die Märkte bereits jetzt schon ein klares Misstrauensvotum gegen diese Krisenmaßnahmen, die erneuten Krisenmaßnahmen seit dem Jahr 2012, naja, eigentlich schon seit der Finanzkrise, schleppen wir uns ja von Krisenmaßnahme zu Krisenmaßnahme und gleichzeitig wird uns gesagt, ist doch alles wunderbar. Ja,
Wer selig ist, kann das ja auch glauben. Rates have to go a lot higher and that pain and the pain that brings. Und der Schmerz, der damit verbunden ist. Letztendlich wollen doch Notenbanken, will auch die Politik immer nur Schmerz verhindern. Es gibt aber notwendigen Schmerz. Schmerz, der leider eben zum Beispiel mit einer Heilung verbunden ist, mit einer Operation verbunden ist. Du kannst manchmal Dinge nicht lösen, ohne dass es wirklich auch schmerzt. Das ist das große Problem. Und hier versucht man immer Beruhigungspillen reinzuschmeißen, irgendwelche Dinge sozusagen zu verabreichen, die das Problem nicht irgendwie wirklich angehen, sondern nur das Symptom irgendwie ein bisschen wegwischen. Und das ist das große Problem, dass man sich da von einer Notfall-Krisenmaßnahme zur anderen hangelt und irgendwann ist Schicht im Schacht und irgendwann werden die Märkte sagen, nee, so läuft das nicht, wir glauben dir nicht mehr und wir sind so weit jetzt, dass die Märkte dem nicht mehr glauben. Markets disappointed, nachdem die EZB eben ihr Emergency Meeting beendet hat und ein sehr karges Statement dazu geäußert hat. Short on detail, ja, was genau wollen sie jetzt denn machen? Wie gesagt, bisher nur eben, dass man aus diesen auslaufenden PEP-Anleihen das Geld nehmen will. Aber was wollen sie dafür kaufen? Italienische, französische, wie viel und so weiter? All das ist ja nicht wirklich klar geworden. The European Central Bank is about to admit it is trapped. Sie sitzen in der Falle und sie haben heute faktisch eingestanden, dass sie in der Falle sind, auch wenn sie vielleicht subjektiv glauben, dass sie irgendwie das Heft des Handelns noch in der Hand hätten. Nein, haben sie nicht mehr. Und die Märkte werden ihnen zeigen, dass sie das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand haben. Es droht nämlich das, was den Japanern, was der Bank of Japan derzeit passiert, was Kuroda derzeit passiert, nämlich ein Yen-Desaster. Die EZB stemmt sich gegen eine neue Euro-Krise, schreibt hier Thorsten Polleit in der Wirtschaftswoche. Das weckt Erinnerungen an das Jahr 2012, eben an die Euro-Krise und das Vorgehen der japanischen Notenbanken. Das könnte böse enden, könnte ist hier vielleicht ein bisschen zu schwach formuliert. Es wird böse enden. Es gibt eigentlich kein denkbar logisches Szenario, dass es nicht böse endet. Und wir sehen, es beginnt heute schon der Euro-Kurs als Misstrauensvotum. Der Euro jetzt unter die 1,04 gefallen. Das war ja der Boden, den der Euro kurzfristig gebildet hatte. Als dann heute Morgen die Nachricht kam, ja, es gibt diese Notfallsitzung, ahnte der Markt, ja, dann wird man vielleicht dann genau dieses verkünden, was man dann auch verkündet hat. Dann ist der Euro zunächst mal gestiegen, aber seitdem geht es jetzt wieder bergab unter die 1,04er Marke, damit unter die Stützung, unter die zentrale Unterstützung. Und damit ist eigentlich der Weg in Richtung Parität erstmal frei. Und jetzt kommen die anderen Freunde, die wir haben. Das ist die amerikanische Notenbank Fed und der Jerome Powell, die ja wenigstens eines haben, nämlich sie haben irgendwie ein bisschen Mut, auch wenn sie vielleicht voll gegen die Wand fahren. Die EZB fährt ganz sicher gegen die Wand, die Fed wahrscheinlich, aber es ist besser wahrscheinlich gegen die Wand zu fahren, als sicher gegen die Wand zu fahren. Schauen wir uns mal an, was jetzt eingepreist ist in den Märkten. Praktisch 95-96% Wahrscheinlichkeit, dass die Fed heute 0,75% erhöht und dann nochmal 90% eingepreist, dass das nochmal im Juli passiert, also nochmal 0,75%, September dann 35%, dass es nochmal 0,75% ist und so weiter und so fort. Wir würden also dann im Winter, Februar um und bei, wären wir etwa bei 4% Leitzinsen. Okay, das ist sportlich, wenn man sieht, dass die vor 9 Monaten noch gesagt haben, also Inflation, wir denken nicht mal daran, die Zinsen anzuheben. Und noch Anfang Mai Paul gesagt hat, 75 Basispunkte Zinsanhebung, nee, also da haben wir nicht mal drüber diskutiert. Ja, man sieht, wie schnell sich die Dinge ändern. Jetzt gibt es 4 Szenarien, die Sherwin Blockland für True Insights hier mal aufgezeichnet hat. Wenn die Fed die Zinsen um 0,75 anhebt, dann wäre das ja der größte Zinsschritt seit 1994. Also, erstes Szenario A, 75 Basispunkte. Und dann hawkish confirmation, also dass man dann sagt, ja, oder dass Pauli sagt, oder das Statement, oder, ne, oder was weiß ich, wer das sagt. Ja, aber einer muss es sagen, wahrscheinlich der Pauli, dass der sagt, also wir werden weitermachen mit 0,75er Schritten. Wahrscheinlichkeit 35%. Variante B, 75 Basispunkte Zinsanhebung und dann dovish tilt, dass er sagt, naja, wir gucken mal, wie wir jetzt vorgehen. Zum Beispiel, indem er sagt, wir sehen, dass schon manche Dinge jetzt sich ein bisschen abkühlen, Nachfrage abkühlt, dazu gleich mehr. Dann Variante C, hier Variante B übrigens mit 40% Wahrscheinlichkeit. Dann Variante C, 50 Basispunkte, Wahrscheinlichkeit 15% und Wahrscheinlichkeit D,
Oder Variante D, 100 Basispunkte, Wahrscheinlichkeit 10%. Der Pauli ist auf jeden Fall nervös. Wir sehen, wie der Mann schwitzt, ja, wie der praktisch jetzt schon überlegt, ja, was machen wir jetzt, was tun wir? Und wir sehen, dass vor allem in den Finanzmedien in den USA ein wahnsinniger Druck gemacht wird. Zell etwa hat gegenüber CMC gesagt, ich würde einen vollen Punkt, also 1%, 100 Basispunkte anheben. Jeff Gundlach, der Bond-Guru, hat gesagt, ich will 2%, also 200 Basispunkte. Und Bill Ackman, Hedgefondsmanager, hat gesagt, hunderte Basispunkte sollten es sein. Kommentar auf Twitter dann, jeder will jetzt die Rezession möglichst schnell haben, denn diese Zinsanhebung dürfte eine Rezession nach sich ziehen. Und die Deutsche Bank in Gestalt von Alan Ruskin hat gesagt, also wenn die Fed jetzt die Zinsen nur um 0,5% anheben würde, dann würde man sagen, also die Fed ist weiter hinter der Kurve, die nehmen das nicht wirklich ernst, dann müssen sie hinterher eben die Zinsen umso stärker anheben. Also wäre das letztendlich ein Schwächesignal, das den Markt dann, das Risk Assets dann in einen Abverkauf bringen würde. Das dürfte die Fed inzwischen auch sich überlegt haben. Deswegen wird sie wahrscheinlich diese 0,75er Geschichte auspacken. Ja, waiting for the economy to grow during stagflation. Da kann man dann schon lange warten. Wo ist jetzt aber das Problem mit diesen deutlichen Zinsanhebungen? Wie gesagt, 4% ist das Ziel für etwa Februar 2023. Das Problem ist die Verschuldung mit 91 Billionen Dollars, und das ist also etwa das Vierfache des BIPs, was man mal so auf die Waage bringt. Auch hier die Gesamtverschuldung, also Haushalte, Unternehmen, Geld, Staat und alles, was dazu gehört. Und Hannes Zipfel hat das wirklich beispielhaft auf den Punkt gebracht, diese toxische Mischung, abschwächende Konjunktur, gestützt durch massiven schuldenfinanzierten Konsum. Dieser ganze Konsum ist schuldengetrieben. Das wiederum war immer getrieben, dann wiederum durch niedrige Zinsen. Und jetzt haben wir die Inflation und dieses ganze Konstrukt fällt in sich zusammen, muss in sich zusammenfallen. Und das sehen wir jetzt schon beim Konsum, der für die USA ja so extrem wichtig ist. Wir haben heute die Einzelhandelsumsätze gehabt, die völlig überraschend rückläufig waren. Ich hatte mir das fast schon im stillen Kämmerlein gedacht. Wenn man sich mal die Verbraucherstimmung in Michigan angeschaut hat, etc., wenn man sich das Sparvolumen anschaut der Amerikaner, wenn man sich dann eben auch die gestiegenen Preise anschaut, dann wird weniger konsumiert. Und wir dürfen ja nicht vergessen, diese minus 0,3 Einzelhandelsumsätze heute, die sind nominal, also nicht inflationsbereinigt. Würde die Inflation nicht weiter gestiegen sein, dann wäre das noch negativer gewesen. Und wir sehen, wir sind jetzt den vierten Monat rückläufig bei den, oder haben wir schwächere Wachstumszahlen, was den US-Konsum betrifft. Ja, und dann schauen wir uns nochmal die Alternativen an. Das ist praktisch so ein Kreis hier, das, was nötig wäre. Und das, was dann an Schmerzen wahrscheinlich damit verbunden ist, in jedem Szenario dürfte viele Menschen relativ viel Geld verlieren. Das erscheint klar, jetzt nicht unbedingt Trader, die nur long positioniert sind, sondern eben Leute, die zu stark schuldengehebelt sind. Die kriegen ein Problem so oder so. Dementsprechend ist es gut, wenn man nicht schuldengehebelt ist, das zumindest meine Auffassung. Aber insgesamt sehen wir schon diese Forderungen jetzt, 100 Basispunkte, 200 Basispunkte, das zeigt, dass einfach viele Marktteilnehmer sagen, also die Fed hat keine Glaubwürdigkeit mehr, und da heute ein Artikel auf Bloomberg, der das genau umreißt, genau auf den Punkt bringt, die wichtigste Notenbank der Welt lacks credibility and inadvertently contributes to undue financial volatility. Also letztendlich sorgt sie mit dieser verfehlten Politik, die wie gesagt eine Kette ist von Fehlentscheidungen der letzten Jahre, sorgt sie dafür, dass die Märkte eben teilweise richtig volatil sind, nervös sind und eben dann teilweise heftige Bewegungen machen. Wann wird die Fed zwinkern? Wann wird sie also schwach? Wann sagt sie, okay, ich stoppe jetzt mit diesen Zinsanhebungen? Da gab es eine Umfrage der Bank of America unter diesen Großinvestoren. A, wenn die Inflation, das sagen die meisten, unter 4% fallen sollte, dürfte noch ein weiter Weg sein bei 8,6%. B, wenn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe über 300.000 steigen, derzeit sind wir so bei 220, 230. Wenn der S&P 500 unter 3.500 Punkte fällt, haben wir noch ein bisschen Luft bis dahin, aber auch nicht so viel, gut 200 Punkte. Wenn die
High-Yield-Bond-Spreads, also die Risikoaufschläge für Junk-Bonds, über 500 Basispunkte steigen, ja, ist auch nicht mehr so weit dahin. Oder wenn der Ölpreis unter 90 Dollar fallen würde, vielleicht ist es, wie Lance Robert vermutet, eine Kombination aus diesen fünf Punkten, die die Fed dann zu einem Umsteuern bringen würde. Wie wird der Markt heute reagieren? Wenn wir uns mal die Überverkauftheit anschauen, die ich schon öfter jetzt thematisiert habe, dann wären wir eigentlich reif für einen Bounce nach oben, raus aus diesen überverkauften Zuständen, die extrem sind. Wir sehen hier McLaren Oscillator, der sich jetzt auf Extremniveaus bewegt, wie wir es die letzten Jahre nicht mehr gesehen haben. Nur im Corona-Crash war das teilweise noch etwas krasser. Wäre also sozusagen nicht verwunderlich, wenn die Märkte irgendwie jetzt erstmal so eine Art Erleichterungsrally machen, aus welchen Gründen auch immer. Wir werden es sehen. Ich werde ja um 20 Uhr dann das Statement veröffentlichen der Fed. Was bedeutet das? Wie reagieren die Märkte drauf? Und 2030 dann praktisch schriftlich kommentieren, alles auf finanzmarktwelt.de, was der Jerome Powell so zu sagen hat und wie er sich versucht, aus der Situation rauszuwinden. Insgesamt, wenn wir jetzt mal wegkommen von den Notenbanken, sondern uns die Politik anschauen, dann sehen wir, dass Präsident Xi Jinping sich heute ja mit Putin wieder verständigt hat und praktisch die direkteste Unterstützung seit Beginn des Ukraine-Krieges den Russen gegeben hat, indem er gesagt hat, dass man die Souveränität und Sicherheit Moskaus unterstützen will. Man hatte früher einmal gesagt, dass man es befürwortet, dass die territoriale Integrität aller Länder geachtet werde. Das hat man jetzt bezeichnenderweise weggelassen, will mit den Russen in Sachen Finanzen etc. noch weiter enger Rohstoffaustausch bzw. Rohstofflieferungen weiter zusammenrücken. Also China bereitet sich offenkundig darauf vor, Russland stärker zu unterstützen. Und plant dann offenkundig auch mit der Taiwan-Frage mal irgendwann aufzuräumen in nicht allzu ferner Zukunft. Was ist da heute passiert? Xi unterstützt Putin in einer Weise, die wir seit Beginn des Ukraine-Kriegs noch nicht gesehen haben. Macron sagt, Zelensky muss irgendwann mit Russland in Verhandlungen treten. Wir sehen, dass Gazprom Deutschland teilweise den Hahn abgedreht hat, fließt deutlich weniger Gas nach Europa. Dazu der Artikel, Gazprom schränkt Nord Stream 1 weiter ein. Gazprom-Gaspreis massiv gestiegen. Und more countries consider buying Russian oil. Südafrika zum Beispiel hat heute gesagt, dass er eigentlich dem Westen zuneigt. Wir kaufen auch russisches Öl. Und die EU tut auch vieles, damit es den Russen nicht allzu schlecht geht. 120 Tagen 82 Milliarden Euro an Russland bezahlt für das eine oder für das andere. Auch dazu ein sehr spannender Artikel. Das ist der zweite Artikelempfehlung. Die dritte Artikelempfehlung. Wir haben heute Zahlen aus China bekommen. Und hier unser geschätzter Gastautor aus Shanghai direkt berichten, sagt, diese Zahlen können nicht stimmen. Und in diesem Artikel zeigt er, warum die Wirtschaftszahlen aus China nicht stimmen können. Damit will Xi Jinping, will die Führung ja beweisen, okay, trotz dieser Lockdowns geht es uns doch ganz gut. Wir sind das überlegene Gesellschaftssystem, in dem wir Corona besiegen können. Shanghai hat jetzt bis Ende Juli übrigens Massentests jedes Wochenende. Da freuen sich die dort lebenden Einwohner schon drauf. Aber es sind extreme Statistikwunder aus China wieder zu berichten. Dritter Artikel und der vierte Artikel von Marc Friedrich, den manche von Ihnen kennen. Ein sehr netter Mensch, mit dem ich aber nicht immer übereinstimme. Wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. EZB mit Zinswende, ein Scheitern mit Ansage. Da bin ich voll beim Markt. Das ist ein absolutes Scheitern mit Ansage. Das ist der vierte Artikel. Also die lesen bis 20 Uhr, dann reinschauen bei Finanzmarktwelt zu dem Statement. Was bedeutet das? Was macht die Fed? 075 0510 100, und dann 2030 zur Pressekonferenz von Jerome Powell. Das wird hochspannend, da werde ich auch den Live-Feed mit einbinden. Also vier Artikel plus 20 Uhr plus 2030. Jetzt sage ich Servus und Ciao. Und wenn Ihnen unsere Inhalte, mein Video zum Beispiel gefällt oder Artikel, die ich hier empfehle, dann verteilen Sie die doch einfach in sozialen Netzwerken, empfehlen Sie die etc. Damit würden Sie mir eine große Freude bereiten. Einfach, wenn Sie sagen, das finde ich gut, das teile ich, das sollten andere Leute auch wissen, dann wäre ich Ihnen hochgradig dankbar. Jetzt sage ich Servus und Ciao.